Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, ihr werdet sich fragen, warum steht der Bernie hier jetzt in... wo sind wir hier? Vertane City, genau. Ganz einfach erklärt. Denn ich habe hier etwas vergessen, was ich machen muss oder darf oder kann. Und zwar... habe ich jetzt Battling, Tompire und Donnermaus auf Level 10, Tweety auf Level 11. Er hat mir dann noch einen Bienenstich und eine Spitzmaus besorgt. Bienenstich ist Hornliu. Und Spitzmaus ist ein Radfratz. Einfach so einen Pokédex ein bisschen zu vervollständigen. Und ja, wir haben ja da drüben noch nichts erforscht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal darüber. Und schauen uns da mal ein bisschen die Gegend an. Und hier ist... Ey, Bernie! Bist auf dem Weg zur Pokémon-Liga! Vergiss! Wahrscheinlich bist du nicht einmal an... hast du nicht einmal einen Orden! Die Wache wird dir gar nicht erst durchlassen! Außer deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Ja. Grüß dich, Hiers. Hiers möchte kämpfen. Hiers setzt Taubsi ein. Los, Batterling. Es hat leider nur Tackle und Fahnenschuss. Hat nicht relativ sonderbar was gelernt. Aber Taubsi müsste schon fertig machen, oder, Batterling? Los, der Tackle geht auch nicht. Okay, da muss ich wohl lieber den anderen einsetzen. Und zwar Pokémon. Dann nochmal aus. Los, Pikachu. Pikachu. Und Pikachu hat Donnerwelle erlernt. Wir haben auch nochmal Christen. Irgendwann mal. Und ja. So, sorry Leute. Und weiter geht's. Bisasam in den Kampf. Ja, aber Bisasam möchte ich schon kämpfen. Ah, möchte ich schon kämpfen, sage ich schon. Möchte ich schon wechseln. Und zwar auf Tweety. Sehr klar, oder? Windstoß, Tweety! Bist aber lahm! Weißt du das? Okay, was hast denn du? Du mit deinem lächerlichen Pokémon da! Hey, hier ist heute. Halte dich zurück! Hüte deine Zunge! Bah! Das ist unfair! Du hast zu hoch Level! Ja, hier ist. Du musst ein bisschen trainieren! Oh nein! So viel Glück wie du... kann man nicht haben! Oh doch! In der Pokémon-Liga gibt es viel starke Trainer! Du musst einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen! Du solltest aufhören zu bummeln und die in Bewegung setzen! Ja, ja, hier ist der Richtige! Und das hier ist also die legendäre Pokémon-Liga? Pokémon-Liga Haupteingang. Aha. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Aber... es ist ein ziemlich langer Weg bis nach oben. Ach was, den nehmen wir hier einfach mit. Hier ist ein kleiner Weg und der ist versperrt. Und ich finde einen Trank, den haben wir auch vergessen. Du, direkt neben einem Schaum. Jo, wir gehen da wieder rauf. Ja, ich bin so super toll. Ich laufe jetzt da nach oben in der Vertania, aber
Und da gehen wir hinauf nach Moria City und kämpfen gegen Rocco. Hilfe, was ist das nur für ne Musik? Das hört sich gefährlich an und ich werd umzingelt von lauter Bäumen. Das ist so schlimm, weil ich hab Angst vor Bäumen und Hilfe, greift mich was an. Das spür ich, denn ich weiß es ganz genau. Das ist doch ein Horror hier und so viele Käfer hier. Das ist toll, ich fang sie mir. Obwohl ich eigentlich schon alles gefangen hab. Tschüss, meine Freunde, die Bäume. So, jetzt gehen wir kurz zu unserer Pokémon heilen und dann gehen wir wieder hinein. Und dann kämpfen wir gegen Rocco und seinen kleinen Mütterlein. Grüße dich, Fräulein Joy. Wie geht es Ihnen heute? Ja, ganz okay. Jetzt haben wir nicht überzeugt. Dann. Ja, ich habe irgendwie keine Lust heute zu arbeiten, aber ja. Oh, du Arme. Ich geh wieder Pokémon fangen und trainieren. Das ist der coolste Job der Welt. So. Den setzen wir dann nach vorne. Steins-Pokémon. Ja, lass mal Battling vorn. Ja, Tompile, das nehmen wir mal. Aber ich will ihn nicht letztes Füß fordern. Also es geht immer flöten, du musst jetzt dann mit den anderen abkämpfen. Hey, was bist denn du für Brillenschlange? Oh, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champ. Ich bin kein Trainer. Ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Okay, aber du hörst ein bisschen piepsig an. Bist du schwul? Ja, ich weiß, alles klar. Dann kann es losgehen. Die Pokémon-Liga an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon anendest, könnten Kämpfe leichter werden. Oh, Schnucki. Ah! Hilfe, eine Schwuchtel. Was ist denn? Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Lichtjahre? Ach was, erzähl doch keinen Scheiß. Setz Dickdarm ein. Dickdarm. Los, Blubber. Und Blubber, Tompire. Wie gesagt, du musst... Darf Shiggy nicht gleich so opfern. Das wäre auch voll mies von mir. Yeah, und erreicht Level 11. Das lobe ich mir. Und schickt Sandan in den Kampf. Oh, mit Donnermaus kann ich relativ viel anfangen. Butterling kann auch nur Tackle. Dann machen wir mal Tweety. Oh, das sieht ja süß aus, der Sprite. So, nehmen wir mal ein bisschen Windstoß. Machen wir mal Sandwirbel. Nochmal Sandwirbel. Und gleich nochmal Sandwirbel. Okay, und dann lassen wir einfach mal Tweety ein bisschen kämpfen. Nehmen wir Butterling. Und kämpfen wir auch ein bisschen weiter. Da braucht nämlich alle Erfahrung. Und wir haben sowieso höhere Initiative. Jetzt kann ich das nicht einmal richtig aussprechen.
Oh Mann, das dauert. Ich könnte jetzt zu Shigi wechseln, aber die anderen brauchen auch ein bisschen Erfahrung und Training. Oh, der Kratzer sitzt. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, Mexikaner. Ups, jetzt habe ich vergessen, was da stand. Ah, da vorne ist schon Rocco. Jetzt dürfen sie auf einen heißen Kampf einstellen. Aber wie gesagt, ich werde mein Shiki nicht sofort opfern lassen. Das heißt, Schwester Joy, was gibt's denn? Ich kalt mir gleich in die Hosen. Ja, warum denn? Ja, weil ich jetzt zu ihm in die Arena gehe. Viel Glück. Oh, danke. Das macht mir doch Mut, wenn Schwester Joy mich anfeuert. So. Ihr könnt versuchen. Das, warte mal. Schauen wir mal bei den Attacken. Heuler und Donnerwelle. Das ist Paralysier. Ja, fangen wir einmal mit Treaty an. Muss einfach ein bisschen taktisch arbeiten, dann wird's schon gehen. So, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Du bist ganz gut. Aber nicht so gut wie Rocco. Oh, das werden wir gleich sehen. Ich bin der Arena-Leiter von Memoria City, Rocco. Meine Defensive ist eine steinharte Steigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Wirst du es auch immer mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Ach, ja, Rocco. Was? Rocco möchte kämpfen. Rocco setzt Kleinstein ein. Los, Tweety! Sandwirbel! Machen wir mal ein paar Mal Sandwirbel. Ja, was ist jetzt? Schwester Joy hat mir Mut zugesprochen. Was? Schwester Joy? Schwester Joy, heile mich von der Leidenschaft, die mäßig hat. Was redest du da, Rocco? Ja, ich bin voll verknallt, Schwester Joy. So. Oh nee, ein Igler. Da kann man noch was anwürfeln. Wie oft habe ich jetzt eigentlich schon Sandwirbel gemacht? Okay. Genug Sandwirbel für heute. Pokémon. Dompire. Danke, Tweety, du hast sehr gute Arbeit geleistet. Und jetzt. Blubber! Los, Blubber! Jawoll! Tweety erreicht Level 12. Und er lernt Ruckzuckhieb! Jawoll! Das lobe ich mir. Und Onix! Gleich wieder wechselt zu Tweety. Ich glaube, aus dem machen wir jetzt ein Dreiecksgespann. Sandwirbel, Tweety. Okay, so viel zieht es dann auch wieder nicht ab. Oh ne, ne Geduld. Sandwirbel. Haha. Meine Sandwirbel-Attacke kannst du nicht ausweichen. So, jetzt lassen wir Butterling kurz mal ein bisschen Fadenschuss. Dass er noch von der Initiative ein bisschen langsamer wird.
Und dann, ja, Vampire wieder. Wie gesagt, kleines Dreiecksgespann. Und wieder Blubber. Sieht doch gut aus. Wow! Vampire! Das wirst du mir bereuen. Ich hab doch ein... Oh nee! Oh nee! Paralysieren wir es kurz. Wenn es geht. Donnerwelle. Scheiße, das kann ich nicht machen. Machen wir noch kurz ein bisschen Heuler. Dass sein Angriff auch nicht mehr so viel abzieht. Danke, Pikachu. Tweety. Auf geht's. Ich hoffe, du ziehst ein bisschen mehr ab. Ruckzuckieb. Okay. Bleib mal lieber beim Winch los. Nein, jetzt mach ich wieder Ruckzuckieb. Wollt doch bei Windstoß bleiben. Okay, dann zieht er einen sonderbaren Werf ab. Und wieso trifft er jetzt jedes Mal? Hä? Hat er sich jetzt so mit Geduld geheilt oder so irgendwie? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber solange er immer Kreideschrei macht und nicht wieder Geduld einsetzt oder sowas. Yes! Es trifft auf einmal wieder nicht. Haruko, ich werde es dir zeigen. Na warte, Onyx, Geduld oder irgendwas. Mach schon! Oh, ein kleines Pünktchen. Jetzt geht's an den Kragen. Windstoß, Tweety! Ja, sorry, dass die Folge ein bisschen länger dauert, aber ich wollte unbedingt den Kampf noch durchbringen. Yes! Unser erster One! Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsen als Zeichen meiner... Ehrerbietung. Und ich halte den Felsen. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Von unerkennbaren Pokémon jederzeit Blitz ansetzen. Und ich gewinne 1386 Pokédollar. Warte, nimm das hier mit. Ich hatte TM34. Eine TM-Attacke. Eine TM-Attacken, die Pokémon erlernen können. Man kann eine TM nur ein einziges Mal verwenden. Wähle sorgfältig jenes Pokémon aus, dass du eine TM geben möchtest. TM34 ist Geduld. Dein Pokémon absorbiert die gegnerischen Attacken und kontert mit doppelter Kraft. Hast du noch was zu sagen? Es gibt den verschiedensten Trainer auf der Welt. Du scheinst ein sehr bekannter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Pokémon-Arena von Azura City und teste dort dein Können. Okay. Ja, Leute, wir machen jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dann, haut rein und ciao, ciao!